Hallo meine Freunde, hier ist wieder euer Cybot und wir sind zurück bei Prince of Persia. Und ja, wir stehen immer noch vor dem Thronsaal der Herrscherin, vor dem Kampf, aber ich habe in der Zwischenzeit, bin ich mal ein wenig zurückgelaufen und habe mir meine Sandvorräte wieder aufgefüllt. Und vielleicht klappt unser kleiner Kampf ja jetzt etwas besser. Mal schauen, ich bin gespannt. Wo ist die Herrscherin? Wo ist der Sand? Was tut ihr? Ihr habt uns in eine Falle geleitet. Es tut mir leid, aber nur einer von uns kann das Schicksal heute überwinden. Ihr seid die Herrscherin. Ich bat euch zu gehen, doch ihr kehrtet stets zurück. Dann begriff ich. Wenn ihr euer Schicksal ändern könnt, warum ich nicht auch das meine? Okay. Mal gucken. Hauen wir mal die Zeitlupe rein. Mal gucken, ob das besser klappt. So. Kehrt zurück, von wo ihr gekommen seid! So, jetzt kämpfen wir gegen die beiden hier. Dürfte auch kein großes Problem werden. Gut. Und wir haben wieder vollen Sand. Darf ich schon mal. Die Herrscherin der Zeit. Das ist schon mal deutlich besser als gerade eben. Ihr werdet diese Insel nicht lebend verlassen. Nein, das spulen wir mal zurück. Das gefällt mir nicht. Mit der Zeitlupe hier. Ich hatte gehofft, der Dahaka würde euch töten. Ihr würdet von Shadé besiegt oder von den Türmen zerschmettert. Selbst das Schwert, das ich euch gab, habe ich mit einem Fluch belegt. Doch ihr wolltet nicht sterben. Warum wünscht ihr meinen Tod? Wie ihr bereits wisst, sah ich mein Schicksal voraus, durch eure Hand zu sterben. Wie ihr beschloss ich es zu ändern. Okay, ich glaube, das sieht diesmal schon deutlich besser aus hier. Verschwendet eure. Warum belästigt ihr? Oh, jetzt kommen wieder die Typen hier. Hau schon wieder die Zeitlupe rein. Und ich hole mir mal noch ein Artwork hier. Ah, oh, ich hab die Sandkugeln vergessen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich brauche mehr als nur einen einfachen Schwertstreich, um meine Verteidigung zu durchdringen. Oh, das war nicht so schlau jetzt. Was muss ich noch hier die zweite Truhe? Ach komm, zweimal Sand, das sollte noch reichen, oder? Die kriegen wir platt. Ihr werdet diese Insel nicht lebend verlassen. Oh, 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 oh. Das war jetzt gar nicht gut. Das war ganz schlecht. Ich werde euch immer einen Schritt voraus sein, Prinz. Ihr könnt mir nichts anhaben. Lauft, solange ihr noch könnt.
Ich will jetzt nicht verlieren, ich will jetzt nicht verlieren. Ey, verarsch mich nicht, verarsch mich. Wer, wer, wer? Ey, wenn ich jetzt verliere, ich dreh am Rad. Es braucht mehr als nur einen einfachen Schwertstreich, um meine Verteidigung zu durchdringen. Was? Kein Sand, willst du mich verarschen? Durch ich mein Glück kenne, sterbe ich gleich. Okay. Gut, letzter Halt. Da drüben ist noch Sand, den nehme ich mit. Okay. Auf in den Kampf jetzt. Ich will euch nichts Böses. Endlich, yes! Aber ich muss denen ein Ende setzen. Ihr seid ein Torprinz. Was ihr auch versucht, ihr werdet scheitern. So wie ich es versuchte. Und wie ich scheiterte. Es tut mir leid. Ich muss in die Gegenwart zurückkehren. Also hat unser Kampf hier die Zerstörungen verursacht auf der Insel? Trotz aller Prophezeiungen meines Scheiterns habe ich die Herrscherin besiegt und die Erschaffung des Sandes der Zeit verhindert. Der Dahaka ist bezwungen und mit ihm das Schicksal selbst. Aber warum wird es denn da gerade so... Es wird Zeit, diesen Felsen hinter mir zu lassen. Sepia-Farben, oh nein, oh nein. Nein, nein! Hey, weg, weg, weg! Ach du Scheiße! Fuck, fuck, fuck! Weg hier, weg hier! Ja, ich will weg! Hilfe! Upsala! Warum verfolgt er mich denn noch? Ich hab die doch besiegt. Ich sehe gerade, mein Schwert ist kaputt. Ach du Scheiße. Oh fuck. Ah, eine Tür, Hilfe. Komm ich nicht weiter? Ach scheiße, ich hab den Schalter verpasst. Ja, dann wird mich jetzt wohl der liebe Dahaka da drüben auffressen. Was sagst du? Ach, der Arme. Das ist bestimmt nicht schön, was er da tracht. Ist euch mal aufgefallen, dass die Hörner wie so eine 8... auf der Seite liegen aussehen, also wie das Zeichen für Unendlichkeit. Was ja auch irgendwie passend ist für jemanden, der die Zeitlinie bewahrt. Okay. Kennen wir. Nächstes Mal darf ich jetzt den Knopf nicht verpassen. Hier drüber springen, an die Wand laufen.
Gut, hier war's der Knopf, ja? Genau. Da muss schreien. Okay. Wie ist das? Ich sah die Herrscherin sterben. Sie wurde nie erschaffen. Es kann keinen Dahaka geben. Fällt mir irgendwie nicht, was der so treibt. Aber wo sind wir jetzt? Grabkammer oder so? Und doch verfolgt er mich. Was war mein Fehler? Oder wurde der Sand durch die von Tötung der Herrscherin erschaffen? Dass der Sand in ihr drinne war und dann rausgekommen ist, weil wir sie getötet haben. Dass wir dadurch den Sand erschaffen haben. Kann ja auch sein. So endet es also. Was im Buch der Zeit steht, kann nicht geändert werden. Nun gut, dann komm her. In meinem Bestreben, den Sand der Zeit zu vernichten, Tatsache. Ich es, der ihn erschaffen hat. Was? Wer diese Zeilen liest, soll vom Mut und Ruhm der Männer erfahren, die für den Maharaja kämpften und fielen. Wir suchten die Macht und die Stärke des Sandes. Unzählige fanden den Tod. Ich war darunter. Doch die Maske des Todes verschaffte mir die Macht, in der Zeit zurückzureisen und mein Schicksal zu ändern. Diese Inschrift verkündet das Unmögliche. Doch die Maske des Todes verschaffte mir die Macht, mein Schicksal zu ändern. Es gibt also noch Hoffnung. Ja, solange uns der Typ da nicht auffrisst. Du hattest deine Chance, mich zu kriegen. Eine weitere bekommst du nicht. Also müssen wir jetzt diese Maske finden. Verfolgt er uns? Nee, oder? Erstmal Zeit uns hier sehen. Und ich sehe gerade, unser Schwert ist kaputt. Wer ist das? Der Maharaja? Könnte fast sein, hä? Stimmt! Stimmt! Das war ja... Die müssen ja hier gewesen sein. Wir haben ja im ersten Teil... haben wir ja... zusammen mit unserem Vater diesen Maharaja... belagert im Krieg. Und der Maharaja hatte ja die Sanduhr. Und da waren die hier auf der Insel und haben die Sanduhr und den Dolch gestohlen. Da muss so einer von denen hier gestorben sein. Ein wichtiger, vielleicht der Maharaja selber oder sein Vater oder jemand anderes aus seiner Familie. Wurde da hier beigesetzt. Und einer von dem seinen Soldaten hat halt diese Maske gefunden, wurde dann wiederbelebt. Oder konnte sein Schicksal nochmal ändern. Ging es ziemlich weitläufig. Aber wir können erstmal nur hier lang gehen. Okay, da geht's nicht weiter. Oh oh. Doch, jetzt geht's da weiter. Geh weg. Geh doch mal weg, Junge. Ich
hebt mir aber ganz schön gehörig offen. Wasser. Hängt mir ganz schön an den Fersen. Hallo. Na gut. Was ist das? Kann man was ziehen, oder? Ah. Geht diese Plattform nach oben? Das Grab geht da nach oben. Okay. Jetzt können wir den Weg lang gehen, wo der Hacker gerade aufgeschlagen hat. Aber das zeige ich euch in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir haben wieder eine ganze Menge mitgekriegt diesmal. Warum das alles so geschehen ist oder geschehen wird oder geschieht. Ich bin immer so beschwärmt mit den Zeitformen hier in dem Spiel. Aber wir schaffen das bestimmt. Daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.